Nicht? Ich meine, natürlich hatten wir Hunger, aber das Tanzen war wichtiger. Und ich bin da in eine neue Zeit hineingekommen, die ein totaler Bruch war mit dem Vergangenen. Und die Erziehung der Palooka war ja darauf ausgerichtet, uns sofort von diesem, von dieser Nazi-Erziehung, die wir natürlich alle hatten, herauszureißen. Sie müssen sich mal vorstellen, wir kannten ja Tschaikowski nicht. Also es wurde auch innerhalb des Unterrichtes mit Musiken oder mit Kunstformen gearbeitet, die in der Nazizeit sozusagen weg waren oder verdrängt wurden oder verboten waren. Also wir wurden gleich mitten hinein in die neue Zeit geworfen, und zwar mit unserer gesamten Lebensweise und mit unserer gesamten Bildung und Erziehung. Und das hat mich dann fasziniert. Es war eigentlich auf allen Gebieten so, dass es neu war für uns und dass wir es hungrig aufgenommen haben. Das hört sich sehr glücklich an. Das hört sich nach einer sehr... Ja, es war eine glückliche Zeit. Es war eine herrliche Zeit. Schnell wird Ruth Berghaus Meisterschülerin der Palooka, zur engsten Mitarbeiterin. Sie schreibt eigene Tanzszenarien und darf sich bald als Choreografin erproben. Der Raum und die Bedeutung der Menschen im Raum sind ein frühes Thema ihrer Arbeit. Auf eigenen Beinen stehen und Übersicht gewinnen sind Fähigkeiten, die sie in der Tanzregie entwickelt. Palooka ist mit Rat zur Seite und erzieht zur Autonomie. Um die Freiheit der Kunst ist es in der DDR zunehmend schlecht bestellt. Der neue Tanz wird argwöhnisch beobachtet. Seine Akteure sind Verdächtigungen ausgesetzt. Die eigenwillige Arbeit der Ruth Berghaus passt nicht ins Schema der sozialistischen Kulturbürokraten. Ein Zensurakt wird zum Wendepunkt ihrer Laufbahn. Während eines großen Tanzkongresses hier in Dresden, und es stand außer Tom Schilling niemand auf meiner Seite. Und da habe ich gesagt, das ist sinnlos. Ich muss versuchen, am Theater mich durchzusetzen mit meiner Arbeit, also nicht dem Tanz als, also sagen wir mal, als Tanztheater oder als Tanzgruppe oder als Choreografin im Klassischen, sondern ich muss mich im Theater mit meinem Tanz durchsetzen oder ich muss einen anderen Beruf erlernen. Das war ein harter Bruch für mich, ein ganz schlimmer Einschnitt in meinem Leben. Und ich war total verzweifelt. Ich wusste auch nicht, was ich machen sollte, nicht? Also wie ich das anfassen sollte, das erzähle ich jetzt so. Das waren natürlich Prozesse, die gedauert haben. Ich mich auch damit abgefunden habe, dass das so ist, ne, dass dieser klassische Tanz hier bevorzugt wird und der moderne Tanz Nebenfach ist. Also das steigerte sich ja, das hat Jahre gedauert, da habe ich mich gar nicht schnell mit abgefunden. Weil ich wusste schon, wo meine Stärke liegt. Aber dann musste ich mich fügen und daraus habe ich dann was machen wollen. Also kommst reingestürmt und erwartest sie, also suchst sie praktisch mit dem Blick im Raum. Ja, guckst hier in den ganzen Raum bis vorne. Ich weiß nicht, dass sie da war. Nein. Ah, du denkst, sie ist schon hier.
Sie kommt etwas später. Du erwartest sie hier im Raum. Du erwartest sie. Ihr habt euch verabredet. Hm? Ah. Naja, der Blick, der du müsstest eigentlich auch ein bisschen freudiger sein, ne? Also überrascht und neugierig, also nicht ganz so deprimiert, ne? Oder resigniert schon. Ja. Er freut sich. Und Constanze müsste jetzt praktisch eine Sekunde später reinkommen. Immer noch traurig? Geliebte Constanze? Immer in Tränen. Also inszeniert werden muss es noch, nicht? Deine Überlegungen müssen ja in eine Auffälligkeit geraten. Also bring ihn, wenn du ihn allein auftreten lässt, was ich schon falsch finde, also das ist meine persönliche Meinung, wir kommen von einer Lustfahrt, der Mann ist klug genug, die Frau jetzt nicht weglaufen zu lassen. Ja, dann aber sie kann weglaufen wollen, zum Beispiel. Ja, dann kommt doch hier vorne zusammen rein und du gehst zuerst und er hinter dir. Und ja, ich weiß nicht, wie ich ihn jetzt in diese Stimmung reinkriege. Ich weiß das nicht. Also kommen Sie, gehen Sie dorthin, laufen Sie und verstecken sich hinter dieser Wand erstmal. So schnell Sie können. Immer noch traurig, geliebte Constanze. Immer in Tränen. Sieh, dieser schöne Abend. Diese reizende Gegend. Sieh, ich könnte befehlen. Ich könnte grausam mit dir verfahren. Zwingen. Nein, Constanze, nein. Dir selbst will ich dein Herz zu danken haben, dir selbst. Dürft euch die Probe nicht aus der Hand nehmen lassen. Nee, das war jetzt also doch von deiner Seite her zu massiv. Also das ist kein Wort, ja. Zu massiv. Das ist schon zu massiv ist irgendein Kran oder sowas. Verstehst du sonst? Wir sehen hier gar nichts. Wir sehen zwei Leute, die sich eine ungeheure Mühe geben, den Raum zu erfassen, nachdem also das zu wenig erklärt ist, was das für ein Raum ist und in welcher Situation sind die beiden. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste erstmal, was zu spielen ist. Und das muss klar sein. Und das wird natürlich niemals klar, indem du sagst, du kommst von rechts und du kommst von links. Also das ist vorbei. Das geht nicht. Du musst sagen, wo sie herkommen, wo sie hingehen und das muss viel, viel konsequenter sein. Und wahrscheinlich musst du es auch vormachen, wenn du nicht zufrieden bist. Und lass dich nicht so lange also in einer Situation weitersprechen, wo du weißt, das wirst du schon ändern, nicht? Weil die Zeit hast du gar nicht. Also Kinder, wenn ihr mit der Zeit nicht umgehen lernt, nicht, dann könnt ihr gleich wegbleiben vom Theater. Und die Zeit im Theater wird immer knapper, wenn ihr wirklich inhaltlich was wollt. Wenn ihr inhaltlich was wollt, müsst ihr
euch so gut vorbereiten und jede Sekunde nutzen, ne? Denn es kostet ja alles und es wird immer weniger. Und ihr müsst immer mehr werden, also ihr müsst immer besser sein. Müsstet ihr weiter überlegen, wie die Szene weitergeht und jetzt kommt der Nächste dran, baut um und die anderen machen Pause. Und wir brauchen jetzt eine andere Konstanz. Ja. Konzepte müssen durchsetzbar sein. Erst die Fähigkeit, eigene Entwürfe zum Leben zu erwecken, macht aus Theoretikern Regisseure und aus Träumen Theater. Das komplexe Zusammenspiel von Menschen, Musik und Technik ist eine der Erfahrungen, die Ruth Berghaus den 40 Regiestudenten in ihrem Opernkurs zu vermitteln versucht. Eine andere Lehre, von der sie überzeugt ist, betrifft die Disziplin und die Kondition, die sie von sich und anderen verlangt. Ruth Berghaus ist in der Opern- und Theaterwelt berühmt und auch gefürchtet für ihren Perfektionismus. Wenn andere in der Pause Erholung suchen, bleibt sie an ihrem Platz und arbeitet weiter. Sie lässt das Erreichte Revue passieren und bereitet sich auf die nächste Szene, den nächsten studentischen Regieversuch vor, der, wie hier, die eben gesehene Szene aus Mozarts Entführung in einem ganz anderen Arrangement präsentieren will. Links, weißt du, von der Bühne, also außen. Rechts, also wir reden jetzt immer, ich hab's falsch gesagt, du rechts von mir und du auf der linken Seite. In dieser Szene ist der fliegende Teppich angekommen. Ja, der fliegt jetzt noch. Der ist in der Luft, ja. Ja, sollen wir jetzt fliegen spielen oder was? Die stehen in der Luft starr. Es ist, also muss mit der Position beginnen. Also es macht die alles die Technik. Die Sänger machen da nichts. Das Fliegen. Ja, wir müssen also. Natürlich, das musst ja, du sagen. Das kommt musst du aber erklären. Ja. Du stehst mit dem Gesicht nach vorn, ganz gerade. So, gleich in die ersten Sätze. Immer noch traurig. Geliebte Konstanze. Immer in Tränen. Wo nehme ich denn das her? Ist sie in Tränen? Sie ist doch nicht in Tränen. Du bist enttäuscht, dass sie überhaupt nicht reagiert. Dass sie einfach. Sie geht nicht auf dich ein und das. Vielleicht immer in Tränen. Du kannst machen, was du willst. Du fährst die spazieren, du führst die aus, du beschenkst sie. Immer in Tränen. Es ja. Führt sozusagen nichts dazu, sie für dich einzuhalten. Aber ist es ihm, wenn es ihm richtig doll ernst ist, ich weiß, dann muss es ja doch ein bisschen anders sein, oder? Na, mach's mal. Biet's mal an. Immer in Tränen. Könnte befehlen. Könnte grausam mit dir verfahren. Dich zwingen. Entschuldige, das möchte ich nicht. Also das, du willst Zärtlichkeit und die Worte sind was anderes. Also keine grausamen Gesten machen. Aha. Könnte grausam mit dir verfahren. Zwingen. Oh. Weiter. Moment mal, ihr müsst jetzt erstmal bei dem Seufzer bleiben. Nicht? Sie kann nicht selber die Figur aufgeben, indem sie sie ironisiert. Entweder sie macht dieses A so, dass es mit der Figur stimmt, aber sie kann als Sängerin nicht ihre Meinung darüber äußern. Über dieses A, was sie jetzt getan hat. Das kannst du nicht durchgehen lassen. Hm. Dann kriegst du sie nie in die Figur hinein. Hm. Weil sie springt natürlich immer wieder in ihr Privates, in ihre privaten Überlegungen, was sie von diesem Seufzer und von deiner Regie hält. Hm. Du konzentrierst dich wirklich auf die Füße. Also die Arie läuft ab. Wichtig für dich ist jetzt wirklich der Stand, in den Stand zu kommen. Also nicht an der Liebe Schmerz denken, sondern du siehst jetzt deine Füße und willst jetzt auf den Boden kommen.